Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio mit 1200 Forschungspaketen. Alien-Forschungspaketen. Ich war gerade etwas geschockt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann 1, 2, 3, 4. Mit 800 Forschungspaketen, mit 8, oh, das sind ja 5. Es ist zu spät, um noch bis weiter als bis 4 zu zählen. Ich wollte mir 100 hier nehmen und da reinlegen. Die anderen 100 da rein, dann 100 da rein und 100. Sind mir gerade 100 Forschungspakete verschwunden? Ja, da sind sie. So. Ah, okay. Ja. Sekunde. Den da und den da und der da und so fort. Und, na, bist du wohl. Der letzte. Eins. Und jetzt. So, den da hinten fehlt natürlich dummerweise blaue Fläschchen, sehe ich gerade. War nicht so clever, ne? Ach, jetzt wollte ich doch eigentlich hier nur kurz die Insider Item Stack Size Nummer 4 zum Laufen bringen. Jetzt muss ich feststellen, dass mir hier noch Forschungspakete fehlen. Eieieiei. Wieder mal nicht richtig vorbereitet. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ich werde es merken, ob ihr es mir nachsehen könnt. 8 Stück hier, 8 Stück da. Damit die Forschung wenigstens ein klein wenig vorangeht. Die Forschung benötigt 600 Alien Science Packs. 600! 600! Und alles nur, damit wir... ups, das waren die falschen. Nur damit wir hier 5 Erz aus unserem Waggon in die Kiste packen können. Wir haben hier gerade 9 Stück reingelegt. 5 mal 9 sind 45. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe hier schon ein paar Inserter vorbereitet, die uns hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, den Waggon leerräumen sollen. Huch. Wieso passt das gerade nicht? Achso, es sind 5, ja, okay. Die uns den Waggon leerräumen sollen. Wieso passt das gerade nicht? Waren das unten auch nur 5? Moment. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Ist da was? Wir haben das Gerät doch jetzt. Wieso nutzen wir es denn nicht? Ich hole mal kurz hier einen Stack oder zwei. Halt, Moment. 45, bitteschön. Rein damit mit uns. Zack. Und ab nach Tiddlebiddlebiddle. Tenebrus. Tschu-tschu. Hey, und wir sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ob jemand was falsch gemacht hat. Gib mir mal bitte noch so eine Kiste hier. Danke. Gib mir mal bitte noch so ein und so ein. Also, 6 und 6 müsste passen. Also, wieso kommen wir... Oh, wieso schaffen wir es nicht, da noch eine Nummer 6 hinzustellen? Ich sehe nichts. Ist natürlich die Frage, wo wird ausgeladen und wo wird nicht ausgeladen. Wir stellen den mal so hin. Und keiner lädt aus. Hallo? Ich bin gerade etwas verwirrt. Jungs, warum wollt ihr mich nicht ausladen?
Warum wollt ihr mir nicht ausladen? Stellen wir mal ein paar Kisten hin. Okay. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Stopp. Ja, nix, no pass. Wo will er denn hin? Ah, jetzt, okay. Da war der Zug scheinbar noch nicht ganz angekommen. Mhm, und ihr seht, es räumen nur... Nein, wo räumt der jetzt aus? Von wo räumst du aus? Auch von da. Okay, dann passt es doch. Gut, hab nichts gesagt. Nee, es passt irgendwie nicht. Ich bekomme es nicht hin. Huch. Dann ziehen wir den mal eins nach vorne. Den hier abreißen. Dankeschön. Strom. Hier hin. Dann dahin. Ne, seht ihr, der räumt jetzt die Kohle aus. Oh, das ist ja blöde. Das ist doch bescheiden. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kann ich, weil der Zug so steht, weil er horizontal steht, nur mit 5 Stück ausräumen statt mit 6. Das ist doch bescheuert. Wer hat sich das ausgedacht? Lieber Entwickler, ne? Hier. Ausbessern bitte. So, drauf damit. Und los geht's. Hurra, 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 hurra. Wir haben Erz. Hurra. Mir fällt natürlich gerade auf, dass das so nicht unbedingt die beste Lösung ist, weil es natürlich das komplette Erz auf einer Seite landet, ne? Also hier mal kurz abreißen. Wo haben wir sie denn da? Oh, ich habe noch genau einen. Tidim. Mist. Shit, ich brauche Nachschub. Da ist er. Noch ein Stück. Sollte genügen. Es müsste genügen. Gerade und dann. Dann eben so, ne? Beziehungsweise kann ich auch eigentlich den hier nehmen. Hallo. So. Jetzt liefern die 5 hier. 5. Die 5 liefern jetzt auf die linke Seite des Bandes und da unten die 5 auf die rechte Seite des Bandes. Und dann haben wir sowas von übelst viel Erz, dass wir darin hoffentlich ertrinken werden. Hurra! Ich wollte immer mal ein Erz ertrinken. So. Oh. Ah, shit. Kann ich eigentlich gar keinen Knick hinmachen. Pff. Nicht so gut, ha? Huh? Okay. Wir müssen uns eine andere Lösung überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Einen Strommasten noch hin. Und raus damit. So, ist natürlich klar, unten die stehen. Lass mich kurz überlegen. Wir haben hier nur, wenn ich den knicke und den abbaue und den knicke. Wenn ich hier jetzt von da komme, dann legt er mich schon automatisch da drauf. Sekunde, ich hab's gleich. So. Genau, jetzt müssen wir es haben. So und so. Läuft. Haha, sehr gut. Das war's. Erzprobleme beseitigt. Ihr seht, wir haben momentan das super schnelle Fließband nur bis hierhin. Mir sind die Fließbänder leider ausgegangen. Tunnel brauche ich auch noch, muss ich auch noch machen. Beziehungsweise ohne Tunnel wir hier vermutlich eher die Kohle, das ist billiger. dann müssen wir das Ganze noch bis da oben verlegen. Da sind noch ein paar 50 Fließbänder, die wir da legen müssen. So. Bauen wir uns hier noch einen Tunnel. Einen Tunnel. Bitteschön. Müsste ich auch nochmal aufräumen hier. Wenn wir gerade schon dabei sind, ziehen wir auch noch schnell durch. Wenn meine Umbaumaßnahmen stören, der möge es mir bitte schreiben. Dann versuche ich das zu minimieren und versuche das Ganze zwischen der Folge zu machen. Ist ja möglich. Ist ja nicht so, dass ich das nicht zwischen der Folge machen könnte. So. Bam. Geil, oder?
Mucho grande, viel Erz. Mucho grande, ganz viel Erz. Also, hier wollten wir die Kohle untertunneln. F. Den können wir abreißen. Hoppa. Dann einmal hier durchziehen. Anschließen. Und jetzt. Super mega fast. Transport Belt. Das war's. Kohle nochmal anschließen, nicht vergessen. Mein lieber Freund. Und dann brauchen wir hier natürlich noch eine Beladestation für unser Erz. Für unsere Kohle, so. Ist das Holz mittlerweile aufgebraucht? Ja. Also dann packe ich den nochmal hier voll. Bitteschön. Dann legen wir ihm hier. Ja, der sollte eigentlich genügen. Einen normalen Knickarm. Mit einer Nachfragekiste. Dauert jetzt natürlich wieder 100 Jahre, bis sie fertig ist. So, na komm, gehen wir aus dem Weg. Du fragst mir nach Kohle. Wo ist die Kohle? Da ist die Kohle. Sehr schön. Pff, ja, keine Ahnung, 100 Stück etwa immer. Bitteschön. Die können wir dann auch so zumachen. Dann muss ich eigentlich nicht nachfragen, ne? Ja doch, ich muss nachfragen, sonst kriege ich überhaupt gar nichts. Und dann kann der mir hier fleißig... Oh. Vollräumen. Bitteschön. Kohlenachschub wäre gesichert. Kohlenachschub wäre gesichert. So. Da können wir nochmal das restliche Erz hier rein powern, packen. Und dann müssen wir nur noch ihn hier programmieren. Müssen ihm sagen, du fährst mir... Achso, das wollte man ja noch rausfinden, wie lange wir brauchen. Also rein mit uns. Dann fährst du zuerst mal, die wir hier werfen, war raus. Sagen ihm, fahr mir bitte nach Tenne, Brüderbrü. Ist er überhaupt leer? Ja, er ist leer. Er ist leer. Er ist... er ist leer. Okay. Husch. So, und jetzt stopp mal die Zeit. 39 Sekunden. 15:39 bin ich gerade bei meiner Aufnahme. Dann sagen wir ihm hier Stopp. 15:39, 15:39, 15:39, 15:39. Ah, jetzt wird er schon wieder nicht vollgeladen. So ein blödes. Moment. Stopp. Rückwärtsgang. Hallo? Ich muss doch hier irgendwie fahren können. Ich konnte doch hier irgendwie fahren. Ging denn das? So, jetzt. Zurück. Zurück, zurück, zurück. So, jetzt Brems. Jetzt, fahr mir bitte nach Tenne. Bla bla bla. Go. So, und sobald das. Stopp. Stopp. Jetzt haben die schon wieder aufgehört einzuladen. Ich krieg die Krise. Kann mir mal bitte jemand sagen, warum die aufhören einzuladen? Ah, jetzt. Zack, 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 zack. Also 57, 17 Minuten, 16 Minuten 57. Fertig. Ja, 30 Sekunden. Shit. Wow, geht das flott. Okay, das probieren wir jetzt aus. Also du sollst mir nach Alex Xavier fahren. Sollst dort 30 Sekunden stehen bleiben. Danach fährst du mir nach Tebero und bleibst mir auch 30 Sekunden stehen. Schauen wir uns mal, ob es funktioniert. Also wir laden oben natürlich mit einem Arm weniger aus, als wir unten einladen. Könnte dann natürlich sein, dass wir ein wenig länger hier oben stehen bleiben müssen als unten. Schau mal. Bäm. 700, 600, 500. Yay! 400, 300, 200 und 100. Next. Wir sehen hier, die Kisten sind noch lange nicht voll. Ich kann die Kisten gar nicht anklicken. Die sind noch lange, lange, lange nicht voll. Ja, 30 Sekunden reichen. Schauen wir mal, ob wir aussteigen können, ohne überfahren zu werden. Huh, Glück gehabt. So, unser Zug fährt von selbst. Solange wir ihm hier Kohle nachliefern, wird auch alles gut werden.
Wir haben hier jetzt also unser Erzproblemchen ein wenig in den Griff bekommen. Um was wir uns als nächstes kümmern müssen, ist natürlich dann der Erztransport nach da oben, dass hier schnell genug mal alles verwertet wird. Oder wisst ihr was? Bevor wir hier hingehen und hier nochmal neue Förderbänder verlegen, gehen wir doch am besten hin und bauen komplett die Erzproduktion um. Das hatte ich sowieso vorgehabt. Ist ja Teil des Basisumbauprojekts, von dem ich eben noch gesagt habe, wer es nicht sehen will, soll mal bitte Bescheid sagen, dann mache ich es off-topic. Off-Camera. Off-Camera, es fehlen blaue Fläschchen. Also ich würde jetzt hingehen und würde sagen, wir verlegen den Bahnhof eventuell nach hier unten. Ja? Packen dann parallel zu unserem Bahnhof eine Produktionsstraße mit unseren neu freigeschalteten, wo sind sie denn? Unseren noch nicht erforschten, hier sind sie, Electric Furnace, also unseren Hochöfen. Die brauchen keine Kohle, sind doppelt so schnell wie die Öfen, die wir momentan haben und können dementsprechend auch ordentlich was an Erz verballern. Fährt der hier nochmal leer weg? Perfekt. Muss man gleich mal ein Auge drauf haben, ob der auch voll ankommt. Also, wie gesagt, den Bahnhof eventuell hier hinlegen oder vielleicht sogar schon hier hinlegen, dass wir das Erz dann hier abgreifen können. Dann können wir mit dem vollen Erz nach da oben fahren und können dann hier mit der modularen Produktion anfangen, die ich ja so viele Folgen hoch gelobt habe. Müssen wir mal schauen, dass wir damit endlich anfangen. Genau. Können wir eventuell dieses Kohlefeld hier noch ankratzen, um den Zug damit zu befüllen? Warte mal gerade, ich muss mal schauen, ob die hier die Kisten leer bekommen in der Zeit, die der Zug unterwegs ist. Ja, doch, doch, sieht gut aus. Könnte gerade leer werden. Okay, da oben sind noch ein paar mehr drin. Ne, der kommt da, ist er voll. 1000. Perfekt. Perfekt. Sehr geil. Hätte ich nicht gedacht. Gut. Wir erkennen dann schon das nächste Problem. Das könnte ich eventuell noch als Abschluss nennen. Unsere Kupferproduktion geht leer. Ah. Kupferproduktion hatten wir ja. Nein, ein neues Kupfererzfeld hatten wir schon direkt zu Beginn dieser Serie gefunden. Da sehen wir es schon schimmern. Das wäre dann ein weiterer Grund für unsere Basiserweiterung Süd. Ich spreche mal hier kurz durch. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich sterbe ich nicht. Ha, 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 ha. Schnell nochmal zu. Zack. Okay. Wir sehen, wir brauchen hier noch ein paar Laser mehr. Wir brauchen hier noch ein paar Laser mehr. Naja, wir müssen noch ganz schön an unserer Basis arbeiten, bis wir hier fertig sind. Dementsprechend würde ich sagen, bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit eventuell Baserweiterung Süd oder Beginn der modularen Produktion oder neue Solarzellen. Die wollten wir ja auch auf diese kleine Insel hier legen. Hierhin wollten wir ja komplett mit Solarzellen zugleistern, dass wir da ein bisschen Energiesupport haben. Ja, ein bisschen mehr grüne Energiesupport. Wir werden sehen, wir müssen sehen, wie sich das alles ergeben wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann nochmal bei euch, dass ihr zugesehen habt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Ben.